Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Ich habe heute mal 7 Neuigkeiten für euch, auch wenn ich jetzt neben Grill sitze, wird jetzt heute nicht gegrillt, sondern in meinem Kanal hat sich ein bisschen was getan. Wenn ich so mal zurückschaue, wir haben vor 1,5 Jahren damit angefangen, so aus Spaß an der Freude. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Hund, der einem Auto hinterher rennt. Und wenn er das Auto gefangen hat, noch gar nicht richtig weiß, was er damit machen soll. Also irgendwie so aus Spaß angefangen und die ganze Geschichte ist glücklicherweise etwas eskaliert. Und da muss man natürlich reagieren. Und muss ein paar Sachen ändern, umstellen, muss aber auch an vielen Sachen festhalten. Und da will ich euch heute mal die 7 Punkte sagen, die sich so ein bisschen geändert haben oder ändern werden und die sich nicht ändern werden. Als allererstes freut mich ziemlich doll, dass das endlich geklappt hat mit meinen Gewürzen. Wir haben jetzt eine eigene Gewürzlinie, die Klaus Grill Gewürzlinie mit relativ vielen verrückten Gewürzen dabei. Unter anderem auch der heiß geliebte Magic Dust, den viele von euch schon selber gemischt haben. Den gibt es dann praktisch genau in derselben Variante auch zu kaufen. Das findet man bei natürlich-lecker oder auch bei Amazon. Die Links mache ich hier drunter. Ich werde das aber nach wie vor so halten, dass in allen Videos, wo die Gewürze zum Einsatz kommen, immer noch ein PDF drunter ist mit einer Alternativvariante, wie man sich das selber mischen kann. Weil ich zwar cool finde, eigene Würze zu haben, ich möchte aber niemanden zwingen, die unbedingt benutzen zu müssen. Weil ich denke, wir sind alle erwachsene Leute und wir können uns das alle frei selber entscheiden, was wir tun. Und deshalb möchte ich auch jedem Zuschauer die Wahl lassen, das zu kaufen oder nicht zu kaufen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn das gekauft wird, weil wie ihr euch denken könnt, ich mache da ja keinen Hehl draus, bin ich an der ganzen Geschichte natürlich auch finanziell beteiligt und das finde ich auch ja nicht schlimm, sondern freut mich umso mehr. Von daher, wie gesagt, wenn er da kauft, freut es mich. Wenn er nicht da kauft und eure Würze nach wie vor selber mischt, ist das auch eine coole Sache, weil auch durch selber mischen lernt man ja was. Was man auch machen kann, was viele tun, ist, die kaufen sich Gewürze und mischen die dann einfach mal selber, mischen die selber privat nach. Ich finde, das ist im Zeitalter, wir haben das Jahr 2015, wo viel selber gemacht wird, wo viele Dinge selber nachgebaut werden, absolut in Ordnung und habt auch ja keine Schmerzen mit. Was zeichnet die Gewürze denn aus? Warum hast du dich dafür entschieden? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Hauptsächlich habe ich gesagt, wir wollen die ganze Sache komplett allergenfrei machen. Also nicht irgendeine Gewürzmischung, wo irgendwelche Geschmacksverstärker drin sind, Rieselhilfen irgendwo eingesetzt werden, sondern wir haben gesagt, komm, wir wollen direkt mit einem Jutensalz, wollen wir da drin haben. Wir haben direkt einen Siedesalz mit in den sämtlichen Würzmischungen mit drin. Wir haben die komplett Sellerie und komplett senffrei, das ist ganz wichtig. Also auch für Zöliakie-Patienten, die können sich die gnadenlos essen, also ja, keine Sorgen drin. Also glutenfrei, ja? Gluten, ja, also komplett ohne Gluten und nur aus natürlichen Gewürzen, ohne dass da jetzt irgendwas was Spezielles oder hier mit drin ist. Steht auch hinten immer drauf, was drin ist und wofür die geeignet ist. Da sind jetzt glaube ich so 5, 6 Gewürze müssten jetzt gerade am Start sein. Der Shop wird aber Stück für Stück mit den Neuerungen befüllt. E's drin oder Geschmacksverstärker eben generell? Nee, gar nicht. Gar keine E's, gar keine Geschmacksverstärker, kein Natriumglutamat, kein versteckten Hefeextrakt, keine Brühen oder irgendwas. Nee, wirklich ganz, ganz klassische Würze, so wie ihr das, wenn ihr die selber machen wolltet, auch selber tut. Und so wie ich das selber für mich auch selber meine Würze anmische, so müssen die auch sein. Ja, Punkt 2 ist, ich war ja bei diesem Grill-Scouts-Portal. Da ging es darum, dass verschiedene Grill-Videoproduzenten, Grill-YouTuber, wie man es immer nennen will, auf einer Internetseite vereint waren und da waren die Videos zu sehen. Aus diesem Portal werde ich jetzt zum Ende August aussteigen. Das hat verschiedene Gründe, wobei ich sagen muss, ich steige da jetzt ohne Groll aus. Also ich wünsche allen, die dabei sind und die dabei bleiben, richtig viel Spaß damit der ganzen Geschichte und viel, viel Erfolg an der Stelle. Für mich ist der Weg da zu Ende, weil es für mich eigentlich kaum Sinn gemacht hat. Die Arbeit, die da reingesteckt wurde, hat sich da nicht wirklich für mich gerechnet, für mich gelohnt und von der Verbreitung her auch nicht nach vorne gebracht. Mein Thema ist immer, ich habe eine gewisse Zeit am Tag zur Verfügung, die ich verbringen kann für Grillen, für Grillvideos, für all die Dinge, die dahinter stecken. Und die Zeit ist endlich. Und da muss ich sagen, Mensch, worin investierst du die Zeit, worin investierst du die Zeit nicht? Und da habe ich einfach entschlossen, dass Grill Scouts eines der Projekte ist, wo ich aussteigen werde. Wie gesagt, ich wünsche euch Jungs, die ihr dabei seid und liebe Macher von Grill Scouts weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit der Geschichte. Und ich denke, ihr werdet auch ohne mich bestens klarkommen.
Punkt 3. Punkt 3 ist ein kleiner Knüller. Den werden viele von euch ja nicht bemerken. Das findet ganz, ganz viel im Hintergrund statt. Und zwar bin ich seit 1.8. Mitglied im Club of Cooks. Das ist ein Multi-Plattform-Network, glaube ich, schimpft sich das. Geht praktisch darum, dass verschiedene YouTuber aus dem Food-Bereich sich zusammengeschlossen haben, um ihre Videos nicht nur mehr auf diesem YouTube-Bereich zu zeigen, sondern auch auf großen bekannten Internetseiten zur Verfügung zu stellen. Da sind so Seiten bei wie chefkoch.de, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Ich war da auch schon mal heimlicher Mitleser, habe da noch nicht viel zu beigetragen, aber die Videos werden in Zukunft auch bei Chefkoch erscheinen, nicht alle, sondern einzelne. Also der Hauptteil meiner Aktivität, sprich 95% meiner Aktivität, wird nach wie vor hier auf YouTube und natürlich bei Facebook stattfinden. Punkt Nummer 4 ist das Kochbuch oder Grillbuch. Da muss ich leider viel enttäuschen. Ich schaffe es zeitlich einfach nicht, ein vernünftiges Grillbuch hinzubekommen. Es gibt so super viele Grillbücher auf dem deutschen Markt. Und wenn ich ein Grillbuch machen würde, sollte das mindestens genauso gut sein, wenn nicht sogar besser. Und bevor ich da irgendwelche halblebigen Mist abliefer, nur dass da mein Name irgendwo draufsteht, sage ich, bleib ich lieber bei YouTube. Guck mal hier, bewegte Bilder. Da grinsen uns gerade so ein kleines Pulled Pork an. Denke, so lange ist das eine gute Alternative, einfach bei YouTube weiter zu bleiben. Ich habe irgendwo so ein Video, Frau, wo schon die ganzen meisten Rezepte zusammengefasst sind. Was waren das? Das war das 10.000er, ne? Genau, das, ja. Dankeschön 10.000. Genau. Unter dem Dankeschön 10.000er Video findet ihr die meisten Rezepte von mir zusammengefasst. Wir können das eigentlich nochmal direkt unter dieses Video auch unterpacken, oder? Ja, das waren die ersten 50, die wir da verlinkt haben. Die ersten 50. Wir packen die ersten 50 einfach nochmal hier runter. Für all die immer noch auf ein Grillbuch hoffen. Vielleicht kommt es irgendwann mal dazu, aber in nächster Zeit ist da echt nichts zu erwarten, kann ich euch versprechen. Punkt Nummer 6, da haben vielleicht die einen oder anderen schon bemerkt, wir haben eine bisschen andere Kamera. Das ist eine Panasonic HCX929, für den, der es wissen will. Wir brauchten einfach so ein aus dem Tonproblem heraus. Wir hätten ein bisschen so, ja, ich lebe hier halt in einer sehr lebhaften Siedlung. Vielleicht hört man das im Hintergrund so ein bisschen. Das ist zum Leben total toll, ja, gerade wenn man Kinder hat, total super für Videos, nicht ganz so optimal. Von daher. Ja, oder auch bei Wind. Oder auch bei Wind, ja. Wind hat mich auch mal angenervt. Da ging halt kein separates Video ran, separates Mikrofon ran. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die Kamera. Habe jetzt hier noch so eine Funkstrecke und ein Richtmikrofon, um da ein bisschen wechseln zu können, um das mit dem Ton noch ein bisschen schöner für euch zu machen. Ja, ich denke, das ist schöne Sache. Ja, würde mich mal interessieren, ob ihr den Unterschied in den letzten Videos bemerkt habt, ob das ein Schritt nach vorne ist, ob das ein Schritt zur Seite ist oder ein Schritt nach hinten. Könnt ihr ruhig mal offen eure Meinung sagen. Ich persönlich habe nicht so ganz großes Auge für die große Videoqualität. Das ist vielleicht kein Vorteil, wenn man ein YouTube-Video was macht und dann ein Auge fährt. Naja, vielleicht gewöhne ich es mir nochmal an. Und zack, sind wir schon fast fertig, und zwar bei Nummer 6. Nummer 6 ist mein Zweitkanal. Viele von euch kennen den schon, manche kennen den noch nicht. Zweitkanal ist der Kanal, der heißt Einfach Klaus. Da geht es im Prinzip um alles außer Grillen. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, irgendwelchen Blödsinn mache, wenn mir ein paar verrückte Ideen einfallen, die sich auf dem Grill nicht realisieren lassen, haue ich alle da rein, weil ich nach wie vor sage, also mein Hauptaugenmerk liegt hier auf Klaus grillt. Aber mein Leben ist auch ein bisschen vielschichtiger. Ich habe noch ein paar andere verrückte Ideen immer, und die einfach mal immer irgendwo wegzudrücken, das fällt mir dann auch schwer. Von daher einfach mal bei Einfach Klaus reingucken, auch da den Link hier unten drunter, irgendwo verlinke ich euch den, dass ihr auch mal reinschauen könnt. Da sind auch ein paar verrückte Sachen. Und aus der Küche habe ich auch zwei, drei Schichten oder eine Schicht. Ich weiß nicht, wie viel habe ich in der Küche? Ich glaube eine, die Baconbutter. Die Baconbutter bloß, ne? Ja, ansonsten so ein bisschen so Road-Movies hier von Meisterschaften, so ein paar persönliche Sachen über mich, die den einen oder anderen interessieren, sind da noch mit drin. Also denke mal, eine ganz witzige Geschichte, aber die passen natürlich nicht auf den Kanal. Von daher Klaus grillt, einfach Klaus als Zweitkanal, coole Sache. Der allerwichtigste Punkt ist Punkt Nummer 7, und da freue ich mich ganz besonders. Punkt Nummer 7 ist, ne, die Spannung steigt, Trommelwirbel. Punkt Nummer 7 ist einfach, es bleibt alles, wie es ist. Freunde, kann ich sagen, die Videos werden sich an keiner Stelle ändern, die Rezepte werden alle gleich bleiben, also egal, ob jetzt die Klaus Grillraps verwendet werden, ob die neue Kamera dabei ist, ob wir einen neuen Ton haben, oder ob ich einen Einfach-Klaus-Kanal irgendwie noch nebenher habe, die Grillvideos werden genauso bleiben und werden immer noch darauf ausgerichtet sein,
wenn ihr irgendwo was nachgrillen wollt, dass ihr zum Metz geht, dass ihr zum Supermarkt geht, dass ihr das auch alles nachgrillen könnt. Wenn ihr das sehr schön nachgrillen wollt, klar, könnt ihr gerne meine Wurzel verwenden. Ansonsten, ihr müsst das immer nach wie vor nicht tun. Das ist mir ganz wichtig, weil ich denke, ich habe so angefangen mit diesen Videos, sie so zu machen, wie sie jetzt sind. Und dann sollte ich auch dabei bleiben. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe doch einen verdammten Spaß dran, dass sie so sind, wie sie sind. Ich hätte auch ja keinen Bock, immer irgendwo hier ein Werbeplakat hochzuhalten und dieses noch zu tun. Klar, manchmal hat man Produkte dabei, die man irgendwo sich gekauft hat. Die muss man dann auch beim Namen nennen, finde ich, weil alle anderen interessiert, was man da nur gerade hat. Macht ja keinen Sinn. Ich stehe von meinem Bräuking, ja, und ich sage nicht, was das für ein Grill ist. Dann habe ich nicht mal ein Problem, wenn ich es nicht sage, was es ist. Steht unten in den Kommentaren, was ist denn das, was ist denn das, was ist denn das? Und dann wegen einem halben Tag damit beschäftigt, die Kommentare zu kommentieren. Von daher werde ich das auch weiterhin durchführen. Kommentare werde ich natürlich nach wie vor dranbleiben. Seht es mir mal nach, wenn ich da nicht aktuell bin, aber ich habe im Monat knapp 1000 Kommentare, glaube ich, aktuell, die da zu beantworten sind. Ich versuche das immer Stück für Stück zu machen. Das waren sehr teilweise 2000 in den letzten Monaten. Oder 2000 teilweise. Also ich freue mich über die Kommentare. Seht es mir aber nach, wenn ich da immer nicht tagesaktuell hinterherkomme, da gleich eine Antwort zu schreiben. Ansonsten, viele kann man auch über Facebook erledigen. Da kann man mich besuchen. Da habe ich auch eine Präsenz. Da sieht man auch mal ein paar Fotos dazwischendurch oder den oder anderen lustigen Beitrag. Ja, wenn ihr Spaß an diesem Video hattet und euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, einen Daumen nach oben. Über den einen oder anderen Kommentar würde ich mich freuen. Ja, wenn ihr sonst noch so Ideen habt, Mensch, was könnte man noch so machen? Wie gesagt, Videos bleiben gleich. Ja, einfach hier unten runter in die Kommentare. Man kann dieses Video teilen, man kann mich abonnieren, also all diese Dinge, die es gibt. Und von daher bis zum nächsten Mal an derselben Stelle. Klaus grillt, Feines grillen, Barbecue. Macht's gut.